Einen schönen guten Morgen und ein herzliches Grüß Gott hier in der alten Kelter in Fellbach. Sie, meine Damen und Herren, dürfen jetzt nun, sofern nicht schon geschehen, alle Ihre Plätze einnehmen, denn jetzt geht's hier gleich los. Ja, und wenn ich so in die ersten Reihen blicke, muss ich ja schon sagen, für das Fasching gestern erst zu Ende gegangen ist. Ja, das sehen Sie aber heute Morgen alles schon wirklich beachtlich gut aus. Also eigentlich dürften Sie sich jetzt dafür selbst beklatschen, aber es gibt gleich noch mehr Grund für Applaus, denn die Fasnet ist vorüber. Und was bedeutet das für die CDU Baden-Württemberg, für die CDU Nordwürttemberg und den Kreisverband Rems-Murr? Richtig. Wir treffen uns heute beim traditionellen Aschermittwoch, zu dem ich Sie jetzt recht herzlich willkommen heiße. Dankeschön. Ja, mein Name ist Madeline Willers und wenn Sie mich normalerweise mit einem Mikrofon in der Hand auf der Bühne erleben, dann singe ich meistens einen meiner Schlagersongs für Sie. Heute danke ich ganz herzlich Isabel Huber für die Einladung und dass ich mit Ihnen gemeinsam den größten politischen Stammtisch des Landes gestalten darf. Und als CDU-Mitglied ist das für mich wirklich eine große Ehre. Ja, musikalisch umrahmt die Stadtkapelle Fellbach unter der Leitung von Volker Eisele. Darauf freue ich mich schon jetzt mit Ihnen. Und wir haben jetzt auch gleich noch ein weiteres musikalisches Highlight. Denn jetzt beim Einzug unserer Amts- und Würdenträgerinnen und Träger spielt der Spielmannszug der Feuerwehrkapelle Fellbach. Ein herzlich willkommen und Riesenapplaus! Wir freuen uns nun auf den Stargast des heutigen Vormittags. Gerade hält er noch eine fulminante Rede beim Orden wider den tierischen Ernst. Heute ist er bei uns, der Innenminister des Landes Nordrhein-Westfalen. Herzlich willkommen, Herbert Reul! Begrüßen Sie unseren Landesvorsitzenden, den stellvertretenden Ministerpräsidenten und Minister des Inneren für Digitalisierung und Kommunen, Thomas Strobel. Ebenso unsere Generalsekretärin der CDU Baden-Württemberg, Isabel Huber. Dem Bezirksvorsitzenden der CDU Nordwürttemberg, Steffen Beger. Sowie den Kreisvorsitzenden der CDU Rems-Murr, Staatssekretär Siegfried Lorek. Die örtliche Bundestagsabgeordnete und stellvertretende Generalsekretärin der CDU Deutschland, Christina Stumpf. Nochmals ein herzliches Willkommen an unsere Amts- und Würdenträgerinnen und Träger.
Nochmals einen herzlichen Dank an den Spielmannszug der Feuerwehr Fellbach für diesen grandiosen Einzug. Dankeschön. Und nun uns allen einen wunderschönen Aschermittwoch, politischen Aschermittwoch. Und ich übergebe jetzt an den örtlichen Kreisvorsitzenden Siegfried Lorek. Vielen Dank. Guten Morgen, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Freundinnen und Freunde. Ich freue mich, heute Sie hier begrüßen zu dürfen zum größten politischen Aschermittwoch des Landes, hier in der Alten Kelte in Fellbach. Die Veranstaltung der CDU Baden-Württemberg, CDU Nordwürttemberg und CDU Rems-Murr. Und nach 2 Jahren, wo wir diese Veranstaltung nicht durchführen konnten, ich glaube, wir haben es alle vermisst. Herzlichen Dank, dass Sie da sind. Und wir haben die Tradition, wir haben immer hervorragende Gastrednerinnen und Gastredner hier bei dieser Veranstaltung. Und deshalb freuen wir uns heute herzlich willkommen an Herbert Reul, Innenminister des Landes Nordrhein-Westfalen. Schön, dass Sie da sind. Und herzlich begrüße ich auch unseren Landesvorsitzenden, Minister des Innern für Digitalisierung und Kommunen sowie stellvertretenden Ministerpräsidenten des Landes Baden-Württemberg, lieber Thomas Strobel. Herzlich willkommen. Wir freuen uns auch noch auf deine Rede. Auch Minister Peter Haug, Staatssekretärin Sabine Kurz, Staatssekretär Wilfried Klenk aus der Landesregierung sowie die ehemaligen Mitglieder der Landesregierung heiße ich recht herzlich willkommen. Stellvertretend für unsere Abgeordneten im Europäischen Parlament begrüße ich den Vizepräsidenten des Parlaments, lieber Rainer Wieland. Herzlich willkommen und fürs Ländle in Berlin begrüße ich stellvertretend für alle Abgeordneten des Deutschen Bundestages den Landesgruppenvorsitzenden Andreas Jung, unseren Bezirksvorsitzenden und stellvertretenden Vorsitzenden der CDU-CSU-Bundestagsfraktion Steffen Bilger sowie die stellvertretende Generalsekretärin und hiesige Bundestagsabgeordnete Christina Stump. Herzlich willkommen. Und stellvertretend für alle Kolleginnen und Kollegen des Landtags von Baden-Württemberg begrüße ich namentlich unseren Fraktionsvorsitzenden Manuel Hagel sowie die Generalsekretärin Isabel Huber. Und ein herzliches Willkommen schließe ich auch alle Vertreterinnen und Vertreter der kommunalen Ebene hier stellvertretend unseren Freund, hier im Rems-Murr-Kreis gut bekannt und jetzigen Stuttgarter Oberbürgermeister Dr. Frank Nopper. Herzlich willkommen. Und wir begrüßen auch die zahlreich erschienenen Gäste aus der Wirtschaft, von Organisationen, Verbänden, des konsularischen Chors, aus dem Bereich des Sports und vor allem auch die Musikerinnen und Musiker der Stadtkapelle Fellbach unter Leitung von Volker Eisele und dem Feuerwehrspielmannszug Weinstadt unter Leitung von Stabführer Dietmar Mangold, die heute zum 20. Mal da sind. Herzlichen Dank und besten Dank für die Begleitung. Und natürlich begrüßen wir auch die Vertreterinnen und Vertreter der Presse. Schön, dass Sie alle gekommen sind. Und wir haben jetzt heute hier 2 Vollzeit-Innenminister bei uns. Damit ist die Alte Kelter in Fellbach nicht nur der größte Stammtisch in Baden-Württemberg, sondern auch der mit der größten Kompetenz, was die Sicherheit angeht. Und da darf ich als Beispiel hier die größte Einstellungsoffensive in der Geschichte der Landespolizei nennen. Hier stärkt Thomas Strobel der Polizei den Rücken und gemeinsam mit der CDU-Landtagsfraktion
und unserem Vorsitzenden Manuel Hagel führen wir diesen Weg in der aktuellen Legislatur auch konsequent weiter. Und hier begrüße ich stellvertretend für die Gewerkschaften den Landesvorsitzenden des Beamtenbundes Kai Rosenberger sowie den Vorsitzenden der Gewerkschaft der Polizei Guntram Lottmann. Wir als CDU Baden-Württemberg stehen fest an der Seite unserer Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten. Und wenn wir mal auf den Bund blicken, dann wird dort gerne bei Schwierigkeiten schlichtweg nichts gemacht. Ich muss jetzt lernen, es gibt ein neues Wort dafür, gescholzt, also nichts machen. Und nehmen wir Bundesinnenministerin Nancy Faeser, die erklärte noch am 24.11. im Bundestag, ich zitiere, meine Damen und Herren, wir haben keine große Migrationskrise. Ich glaube, mit der Meinung ist sie relativ allein und sie ist jetzt ja mehr in Hessen unterwegs als in Berlin. Und ich hoffe, sie hört mal vor Ort rein. Und die Aussagen sind immer, immer eindeutig. Und an der Stelle begrüße ich herzlich den Präsidenten des Landkreistages Baden-Württemberg, stellvertretend für alle weiteren anwesenden Landräte und Landräte, Herr Landrat Joachim Walter. Herzlich willkommen. Und den Präsidenten des Gemeindetages, lieber Steffen Jäger, auch Ihnen hier herzlich willkommen in Fellbach. Und Ihnen beiden vor allem Dank für die hervorragende Zusammenarbeit. Wir sehen uns am Anfang täglich, dann wöchentlich, im Moment zweiwöchentlich, immer nur als Kachel bei der WebEx-Sitzung des Stabes Flüchtlingsaufnahme. Aber jetzt mal wieder live, tut gut. Aber Sie haben mit den engagierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in der Verwaltung, in den Kreisen, Städten und Gemeinden dafür gesorgt, mit den vielen Ehrenamtlichen, dass wir im letzten Jahr 178.000 Menschen in Baden-Württemberg unterbringen konnten und versorgen konnten. Wir machen hier nicht die Augen zu, wir packen an und das unterscheidet uns von der Ampel in Berlin. Herzlichen Dank hierfür. Und heute am Aschermittwoch endet bekanntlich die närrische Zeit. Ich hoffe, das gilt auch für Berlin, wo Rot-Grün-Rot ernsthaft versucht, weiter zu regieren. Und das Wahlergebnis in Berlin ist mehr als eindeutig. Die CDU ist stärkste Kraft, liegt mit 10 Punkten vorne, hat einen klaren Regierungsauftrag. Trotzdem klebt Rot-Grün-Rot an ihren Ämtern, wie die Klimakleber der letzten Generation an unseren Straßen. Franziska Giffey hat bereits ihren Doktortitel abgegeben. Jetzt wäre es auch endlich mal Zeit, dass sie das Amt der regierenden Bürgermeisterin abgibt. Sollte sie weiterhin zu viel Patex an ihren Händen haben, lieber Herbert Reul? Ich habe einen Pressebericht gelesen, die Polizei in NRW hat eine neue Spezialwaffe. Sie haben 550 Liter Speiseöl gelagert, um die Kleber zu lösen. Lieber Herr Reul, wenn Sie mal in Berlin sind, vielleicht bringen Sie der dortigen Polizei was mit, dass wir Franziska Giffey mit der Spezialwaffe von ihrem Amt lösen können. Herzlichen Dank, Herr Reul. Und meine Damen und Herren, zum Schluss auch noch ein Dank wirklich an die vielen Ehrenamtlichen und Hauptamtlichen, Engagierten und Helferinnen und Helfer, die diese Veranstaltung erst ermöglicht haben. Es war ein großer Aufwand, es hier wieder aufzubauen, dass alles toll ist. Da wirklich besten Dank dafür, für das Engagement. Ich freue mich sehr, dass Sie alle da sind. Und hiermit ist der politische Aschermittwoch offiziell eröffnet und ich übergebe an unseren Landesvorsitzenden Thomas Strobel. Herzlichen Dank. Liebe Freundinnen und Freunde der CDU Rems-Murr, liebe Freundinnen und Freunde der CDU Nordwürttemberg,
Liebe Freundinnen und Freunde der CDU Baden-Württemberg, herzlich willkommen zu unserem gemeinsamen politischen Aschermittwoch hier in der alten Kelter in Fellbach. Es ist so schön, endlich wieder hier sein zu dürfen. Nach 2 Jahren Pandemie können wir endlich wieder hier in der alten Kelter zum politischen Aschermittwoch zusammenkommen. Herzlich willkommen zum größten politischen Stammtisch des Landes Baden-Württembergs. Schön, dass ihr da seid. Einen, liebe Freundinnen und Freunde, möchte ich ganz besonders begrüßen. Walter Ilk. Er hat heute Geburtstag. Seinen 80. Geburtstag. Und er ist bei seinem 80. Geburtstag bei uns. Und er ist nicht nur bei uns, sondern er ist auch für uns bei uns. Weil er schwingt das Becken im Feuerwehr-Spielmannszug Weinstadt. Herzlichen Glückwunsch, lieber Walter Ilk. Danke, dass Sie bei uns sind, Ihren Geburtstag mit uns feiern und uns auch noch musikalisch beglücken. Alles Gute! Es freut mich sehr, liebe Freundinnen und Freunde, dass ich so viele bekannte Gesichter sehe. Das macht den politischen Aschermittwoch der CDU Baden-Württemberg aus. Und ganz besonders herzlich möchte ich natürlich noch einmal den Innenminister des Landes Nordrhein-Westfalens, mein Freund Herbert Reul, begrüßen. Schön, lieber Herbert, dass du heute bei uns bist. Du leistest eine exzellente Arbeit als Innenminister des bevölkerungsreichsten Landes Nordrhein-Westfalen. Und wir sind so froh und dankbar, dass du für die innere Sicherheit in diesem großen Land verantwortlich bist. Und dass du trotz deines vollen Terminkalenders heute bei uns hier in Fellbach bist, das zeigt auch die Verbundenheit der CDU Baden-Württemberg mit der CDU Nordrhein-Westfalen. Und liebe Freundinnen und Freunde, das möchte ich schon noch einmal erwähnen, Revue passieren lassen. Ihr, lieber Herbert in Nordrhein-Westfalen, habt im vergangenen Jahr einen großartigen Wahlerfolg für die CDU in Nordrhein-Westfalen eingefahren. Ihr habt nicht nur die Mehrheit der CDU-geführten Landesregierung in Nordrhein-Westfalen verteidigt, ihr habt sie sogar ausgebaut. Das ist auch dein Verdienst, das ist ein Verdienst von Hendrik Wüst. Herzlichen Glückwunsch zu diesem tollen Wahlerfolg für die CDU in Nordrhein-Westfalen. Und das, meine sehr verehrten Damen und Herren, in der sogenannten Herzkammer der deutschen Sozialdemokratie. Und es ist, wie Erwin Teufel immer gesagt hat, so, dass die CDU vor allem dann stark ist, wenn wir auch die Partei der ganz normalen Leute sind. Und das unterscheidet die CDU von anderen. Wir machen nicht Politik vom Rand für den Rand, sondern Politik aus der Mitte für die Mitte. Und wenn ich gerade bei Nordrhein-Westfalen bin, dann möchte ich es an dieser Stelle sagen und einen anderen Nordrhein-Westfalen erwähnen. Ich finde, unser Bundesvorsitzender Friedrich Merz
macht einen erstklassigen Job. Er ist ein exzellenter Oppositionsführer im Deutschen Bundestag. Vielen Dank an Friedrich Merz und seine hervorragende Arbeit. Und das Wichtigste, liebe Freunde, ist, dass wir beieinander sind, dass wir zusammenstehen, dass wir es gemeinsam machen, im Bund, in den Ländern, mit den Kommunen und im Übrigen auch mit der CSU, gemeinsam in der Union. Dann sind wir auch erfolgreich. Nehmen wir einmal das Bürgergeld. Das war ein großes Projekt der Ampel, insbesondere der Sozialdemokraten, im Grunde genommen der Schritt Richtung bedingungsloses Grundeinkommen. Die Abschaffung jeglicher Mitwirkungspflichten. Man geht einfach aufs Amt und kassiert. Gemeinsam, lieber Herbert Reul, mit Hendrik Wüst in Nordrhein-Westfalen, mit den anderen Ländern, in denen die CDU Regierungsverantwortung trägt, haben wir das im Bundesrat gestoppt. Überlegt nur mal eine Sekunde, liebe Freundinnen und Freunde, wir hätten in Baden-Württemberg eine Ampelregierung. Dann wäre das Bürgergeld der Sozialdemokraten, der Einstieg in das bedingungslose Grundeinkommen, inzwischen Realität in Deutschland. Gott sei Dank ist die CDU dabei in Baden-Württemberg. Und Gott sei Dank konnten wir das Bürgergeld, wie es die Sozialdemokraten geplant haben, als den Einstieg in das bedingungslose Grundeinkommen verhindern. Weil die CDU einig gewesen ist. Gut, dass die CDU dabei ist. Oder ganz aktuell, liebe Freundinnen und Freunde. Ich weiß nicht, ob Sie schon einmal etwas gehört haben vom Hinweisgeberschutzgesetz. Also auf Neudeutsch das sogenannte Whistleblower-Gesetz. Das kommt aus Brüssel von der Europäischen Union. So weit, so gut. Die Bundesregierung hat aber auf das, was aus Europa kommt, noch einmal richtig draufgeschlagen, insbesondere viel sozialdemokratischen Speck. Ein Bürokratiemonstrum, das die Ampel verabschiedet hat. Insbesondere die Sozialdemokraten haben immer noch einmal zusätzliche Bürokratie draufgelegt. Das hätte insbesondere die Wirtschaft in Baden-Württemberg, unsere Familienbetriebe, unseren Mittelstand, unser Handwerk bös getroffen. Wir haben es in der letzten Bundesratssitzung gestoppt. Gemeinsam, lieber Herbert Reul, mit Nordrhein-Westfalen, gemeinsam mit unseren Freunden in der CSU. Die Union war einig gewesen und wir haben ein Bürokratiemonstrum für unsere Wirtschaft und im Übrigen auch die öffentliche Verwaltung verhindern können. Herzlichen Dank für die gute Zusammenarbeit, lieber Herbert Reul, gerade auch mit Nordrhein-Westfalen und Hendrik Wüst. Herausforderungen gibt es genug. Die 20er Jahre in diesem Jahrhundert sind vor allem ein Krisenjahrzehnt. Jedenfalls hat es so begonnen. Corona, Flut- und Unwetterkatastrophen, der Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine. Herbert Reul und ich sind uns einig, dass wir an der Sicherheitsarchitektur in diesem Land nicht sparen dürfen. 100 Milliarden Euro für die Bundeswehr sind gut und richtig. Und das hat unsere volle Unterstützung.
aber wir brauchen auch für den Bevölkerungsschutz zusätzliches Geld. Deswegen haben Herbert Reul und alle Innenminister in der Republik, alle Innenminister in der Republik, unabhängig von ihrer Parteifarbe, sich mit der Bundesinnenministerin darauf verständigt, dass der Bund 10 Milliarden zusätzlich für den Bevölkerungsschutz gibt. Ein Blick in den Bundeshaushalt des Jahres 2023 ist leider eine große Enttäuschung. Nicht 10 Milliarden mehr für den Bevölkerungsschutz, sondern es gibt im Bund weniger Geld für den Bevölkerungsschutz. Anders als in Baden-Württemberg. Ich bin, lieber Manuel Hagel, den Koalitionsfraktionen, der CDU-Landtagsfraktion sehr dankbar, dass wir in Baden-Württemberg bereits im vergangenen Jahr 2022 mehr Geld für den Bevölkerungsschutz hatten und in 2023 und 2024 im Doppelhaushalt noch einmal zulegen. Das ist der Unterschied zu Berlin. Gut, dass die CDU in Baden-Württemberg dabei ist. Dabei liebt doch Nancy Faeser Sicherheit über alles. Jedenfalls, wenn es um sie selber geht. Ansonsten ist es nicht so berühmt. Herbert Reul und ich haben uns darüber gefreut, dass die Bundesinnenministerin angekündigt hat, nach einem Urteil auf der europäischen Ebene die Spielräume für die Vorratsdatenspeicherung zur Bekämpfung von Kinderpornografie und schwerer und schwerster Kriminalität nutzen zu wollen. Leider schade. In der Streitampel gibt es dafür keine Mehrheit. Wir haben uns auch, Herbert Reul und ich, darüber gefreut, dass die Bundesinnenministerin angekündigt hat, nach den Angriffen auf Einsatzkräfte in Berlin das Strafrecht noch einmal schärfen zu wollen. Wir haben das 2017 hinbekommen. Leider kam sofort durch den Bundesjustizminister der Widerspruch. Liebe Freundinnen und Freunde, diese Teilzeit-Bundesinnenministerin und Teilzeit-Wahlkämpferin in Hessen, das wird den ernsten Zeiten in der Bundesrepublik Deutschland nicht gerecht. Das, was die SPD hier veranstaltet, geht gar nicht. Ich will aber auch sagen, Herbert Reul und ich kennen Boris Pistorius. Aus vielen Jahren der Zusammenarbeit, als er noch Innenminister in Niedersachsen gewesen war. Und nach der Vorgängerin ist der Boris ein richtiger Lichtblick. Das zeigt sich auch daran, dass er kluge Ideen erkennt und anerkennt. Vor wenigen Tagen habe ich gelesen, dass der Bundesverteidigungsminister Pistorius sich für eine allgemeine Dienstpflicht ausgesprochen hat. Dabei hat er meine volle Unterstützung. Wir haben das in der CDU Baden-Württemberg bereits im Jahr 2018 auf die Themenagenda gesetzt. Gut, dass es die CDU gibt. Wir unterstützen den Bundesverteidigungsminister in dieser und in anderen Fragen. Auf die CDU ist Verlass, lieber Boris Pistorius. Das ist aus vielen Gründen wichtig. Es ist vor allem deswegen wichtig, weil sich in 2 Tagen der russische Angriff auf die Ukraine jährt. Übermorgen, vor 1 Jahr, hat Wladimir Putin seinen verbrecherischen Krieg begonnen, dessen Ziel die Vernichtung einer ganzen Nation ist. Freilich, der Krieg Putins richtet sich auch gegen uns, gegen die Art, wie wir leben, gegen unsere Freiheit und gegen unsere Demokratie.
Seit einem Jahr kämpfen die Ukrainerinnen und Ukrainer um ihre Freiheit, für ihr Recht auf Selbstbestimmung, für ihre Demokratie und nicht zuletzt um ihr Leben. Sie kämpfen diesen Kampf auch für uns alle. Und sie zeigen eines, was entscheidend ist und was Gott sei Dank der amerikanische Präsident in diesen Tagen in der Ukraine und in Polen auch betont hat. Sie zeigen, dass der Freiheitsdrang stärker ist als Putins Lügen und russische Panzer. Und das ist gut so. Putin hat sich verschätzt. Die Demokraten des Westens in Europa, in den USA halten zusammen. Auch nach einem Jahr noch. Sie lassen sich nicht spalten. Sie lassen die Ukrainerinnen und Ukrainer nicht alleine. Wir wollen keine Kriegspartei werden und wir werden keine Kriegspartei. Wir sind freilich auch nicht neutral. Wir stehen an der Seite der Ukrainerinnen und Ukrainer, an der Seite von Demokratie, Recht und Freiheit. Und jeder soll wissen, diese Demokratie ist wehrhaft und wir werden nicht aufgeben. Der Krieg hat Auswirkungen auf uns. Viele Menschen drückt die Inflation, die teuren Energiepreise, aber auch gestiegene Lebenshaltungskosten, angefangen von den Lebensmitteln bis hin zur Miete. Deswegen steht die CDU richtigerweise für eine pragmatische Energiepolitik. Das muss man den Grünen im Bund schon sagen. Ideologie wärmt eben nicht. Mit Ideologie können die Menschen ihre Wohnungen nicht heizen und die Betriebe nicht ihrer Arbeit nachgehen. Und wenn Cem Özdemir, der ja heute, wie ich gelesen habe, wieder aus Berlin einen Besuch in Baden-Württemberg macht, nun die Brezel als Kulturerbe von den Vereinten Nationen schützen lassen möchte, dann wünschen wir ihm dabei alles Gute. Für die CDU in Baden-Württemberg ist es aber wichtig, dass die Bäckerin und der Bäcker auch in Zukunft eine Brezel backen kann. Das ist nämlich der Unterschied zu Berlin, wo es keine Bäcker und keine Metzger mehr gibt. Wir freuen uns, in einem Land zu leben, wo Bäcker und Metzger arbeiten und uns ihre tollen Produkte jeden Tag präsentieren. Bei uns im Land gibt es Gott sei Dank keine Streitampel, sondern eine verlässliche und vertrauenswürdige Landesregierung. Gut, dass die CDU dabei ist. Und in Berlin gibt es in der Streitampel natürlich nicht nur Rot und Grün. Manchmal blinkt auch ein gelbes Lichtlein auf. Manchmal flackert auch ein Lichtlein in einem gelben Kerzenstummel. Herr Lindner verspricht solide Finanzen, aber macht jeden Tag das Gegenteil, Nachtraghaushalt, Sondervermögen, so viele Schulden wie noch nie. Die wahren Inflationstreiber sitzen in der Bundesregierung und leider im Bundesfinanzministerium. 9-Euro-Ticket, ja, Tankgutscheine und, Gasumlage. Alles Inflationstreiber, alles hausgemacht. Und eines, liebe Freundinnen und Freunde, soll jetzt neu hinzukommen. Eine gigantische Altschuldentilgung des Bundes
für überschuldete Kommunen in der Bundesrepublik Deutschland. Sehr geehrter Herr Präsident des Landkreistages, lieber Joachim Walter, von diesen Milliarden, die der Bund umschulden würde, also Schuldenübernahme für überschuldete Kommunen, Neuschuldenaufnahme des Bundes, käme in Baden-Württemberg nichts an. Bei uns gibt es keine Kommunen, die dauerhaft mit Kassenkrediten arbeiten, Gott sei Dank nicht, weil wir im Land Baden-Württemberg in einem engen Schulterschluss seit vielen Jahren unsere Kommunen aus ganzer Überzeugung unterstützen. Deswegen geht es unseren Kommunen zu Recht auch finanziell besser als den Kommunen im Rest der Republik. Aber diese Idee des Bundesfinanzministers, jetzt milliardenschwer die Altschulden überschuldeter Kommunen zu übernehmen, die gab es bereits einmal. Die hatte schon der damalige Bundesfinanzminister Scholz. Gut, dass wir damals dabei waren, die CDU. Gut, dass wir uns in den Ländern, auch mit unseren bayerischen Freunden, kräftig aufgestellt haben und das verhindert haben. Und das möchte ich insbesondere dem Landkreistagspräsidenten zurufen. Das müssen wir wieder verhindern. Es kann doch nicht heißen, Misswirtschaft muss sich lohnen, sondern Leistung muss sich lohnen. Und das gilt für die Kommunen in Baden-Württemberg zuvörderst. Meine sehr verehrten Damen und Herren, und wir werden die Bundesregierung auch nicht entlassen beim Thema Infrastrukturen. Ach ja, ich denke immer, die Politiker sollten sich zurücknehmen, was das Thema Wirtschaft angeht. Aber in einem Punkt hat die Politik gegenüber der Wirtschaft eine besonders große Verantwortung. Das ist beim Thema Infrastrukturen. Denn für die Infrastrukturen ist traditionell der Staat zuständig. Und unsere Wirtschaft ist auf diese Infrastrukturen angewiesen. Und hier ist Weitblick gefragt. Also ich habe mich schon gewundert, dass in der Verantwortung des Digitalisierungsministeriums im Bund und des Bundesfinanzministeriums, also der Partei, die vor der Bundestagswahl immer solche Sätze gesagt hat wie Digitalisierung first und dergleichen mehr, Ende vergangenen Jahres auf einmal der Hahn zugedreht wurde und die Bundesförderung für die Breitbandinfrastruktur auf Null gestellt worden ist. Ohne jede Ansage von einem Tag auf den anderen. Übrigens ein sehr unfreundlicher Akt, auch gegenüber den Kommunen, die vorher Geld ausgegeben haben für Marktuntersuchungen und dergleichen mehr. Einfach wurde der Computer, bei dem die Kommunen ihre Anträge stellen konnten, vom Netz genommen. Und bis heute, also jetzt haben wir immerhin den 22.02. in diesem Jahr, gibt es die Förderkulisse für das Jahr 2023, was die Breitbandinfrastruktur angeht, immer noch nicht. Da haben sich viele Wählerinnen und Wähler vor der Bundestagswahl etwas anderes vorgestellt. Und wir brauchen im Übrigen auch bei den klassischen Verkehrsinfrastrukturen mehr Tempo. Der Neckar, meine sehr verehrten Damen und Herren, verbindet halb Baden-Württemberg. Das ist eine wichtige Transportstraße für Güter. Ökonomisch und ökologisch unschlagbar. Und deswegen gibt es seit vielen, vielen Jahren eine Einigkeit über alle Parteigrenzen hinweg, dass die Wasserstraße Neckar für die Containerschifffahrt auf 135 Meter Schleusen ausgebaut werden soll. Davon hat sich die Bundesregierung jetzt leise verabschiedet. Das ist nicht gut für die Zukunft Baden-Württembergs. Wir werden auch in Zukunft
Güter haben, und zwar viel mehr als heute, die transportiert werden müssen. Und sie müssen ökologisch und ökonomisch vernünftig transportiert werden. Und deswegen stehen wir in der CDU Baden-Württemberg und im Übrigen in der gesamten Landesregierung zu dem, was vor Jahren vereinbart worden ist, was im Bundesverkehrswegeplan steht. Liebe Freundinnen und Freunde, es ist verrückt, dass ich eines Tages mal gemeinsam mit den Grünen für die Wasserstraßeninfrastruktur gegen die FDP kämpfen werde, dass sie ausgebaut wird, hätte ich mir vor einigen Jahren nicht vorstellen können. Also nur eines ist schlechter als die FDP im Bund, und das ist die FDP im Land. Liebe Freundinnen und Freunde, auf so eine schlechte Note will ich nicht enden. Das würde auch nicht zur hervorragenden musikalischen Begleitung der Stadtkapelle Fellbach und des Feuerwehrspielmannszug Weinstadt passen. Liebe Musikerinnen und Musiker, ich möchte euch herzlich danken, natürlich vor allem dem Jubilar Walter Ilk zu seinem 80. Geburtstag. Noch einmal alles Gute, und abschließend, liebe Freundinnen und Freunde, die Musikerinnen und Musiker sind natürlich heute im Ehrenamt bei uns. Und eine der erfreulichsten Dinge, die ich Ende des vergangenen Jahres gelesen habe, war, dass Baden-Württemberg wieder das Land Nummer 1 in Sachen Ehrenamt ist. Das ist für Baden-Württemberg sehr, sehr wichtig. Das ist der Zusammenhalt und die Gemeinschaft, die wir in Baden-Württemberg brauchen. Und deswegen habe ich mir persönlich vorgenommen, mich im Jahr 2023 vor allem auch um das Ehrenamt und die Ehrenamtlichen zu kümmern. Um die über 112.000 ehrenamtlichen Feuerwehrfrauen und Feuerwehrmänner, um die vielen beim Roten Kreuz, bei den Johannitern, bei den Maltesern, beim Technischen Hilfswerk und bei den Rettungshunden. Liebe Freundinnen und Freunde, das ist die Gemeinschaft und das Miteinander, das wir brauchen im Jahr 2023. Herzlichen Dank. Und jetzt darf ich meinen Freund Herbert Reul, den Innenminister des Landes Nordrhein-Westfalen, um seine Reden bitten. Vielen Dank. Warten Sie aber erst ab, klatschen Sie noch nicht zu früh. Ich habe noch gar nicht angefangen. Also, meine Damen und Herren, ich freue mich, hier zu sein. Erstens ist es im Moment sowieso toll, wieder Veranstaltungen zu machen unter Leuten, ja, echten und nicht diese Videokameras immer. Das ist schon mal schön. Zweitens, einen so vollgefüllten Saal mit so vielen engagierten Menschen, großartig, obwohl heute Morgen beim Losfahren, 6 Uhr morgens, da war noch ein bisschen früh, ist mir das schwer gefallen. Und drittens, in Baden-Württemberg zu sein, ist ja eine Ehre, ist ja eine Herausforderung und eine Freude zugleich. Erstens, weil für mich, als ich Politik angefangen habe im Düsseldorfer Landtag, das ist ja ein paar Jahre her, wie man sehen kann, da war Baden-Württemberg für mich immer so die CDU, ne? Die Einzigen, die immer siegen, immer vorne sind und immer Ansporn für mich auch. Das will ich mal offen hier bekennen. Und da gab es eine Menge an Vorbildern, die ich für mich auch immer gesehen habe. Und auch vor allen Dingen Vorbilder nicht nur in Namen und in Gesichtern, sondern auch in der Art, Politik zu machen. Thomas Strobel
Viele andere, die hier sitzen, kenne ich seit geraumer Zeit. Ob es der Rainer Wieland im Europaparlament ist, Thomas Strobel, mit dem ich schon vor meiner Innenministerzeit immer super zusammengearbeitet habe. Das ist ja der Unterschied in der CDU. Man kann mit vielen zusammenarbeiten, aber mit manchen arbeitet man wirkungsvoll zusammen und verlässlich zusammen. Und für mich ist das, je älter ich werde, das Allerwichtigste in der Politik, meine Erfahrung gewesen. Du musst Leute haben, auf die du dich verlassen kannst. Du machst ja nicht immer alles richtig, das gibt es ja überhaupt nicht. Sondern man braucht auch Leute, die einen dann stützen und bei der Sache bleiben, wenn man mal ein bisschen Schwierigkeiten hat. Das macht einen starken Club aus. Und da kann ich nur sagen, da habe ich viel gelernt von anderen Bundesländern. Das war bei uns in Nordrhein-Westfalen übrigens das Hauptproblem, worum wir jahrzehntelang Opposition gespielt haben, weil wir uns ständig miteinander beschäftigt haben. Und wenn ich was gelernt habe, dann ist das. Das ist das Wichtigste, was du erreichen musst, Geschlossenheit. Und zwar nicht im Sinne von Closed Shop und Klappe halten, das ist gar nicht gemeint, sondern zusammenstehen, zusammen kämpfen für was sich einsetzen, von mir aus auch gegen was sich einsetzen, weil man muss ja nicht allen Unsinn zulassen. Und dafür braucht es ja eine große Volkspartei. Übrigens, große Volkspartei. Ich meine, wir haben es nicht leicht in den letzten Jahren gehabt, das stimmt. Aber wenn man sich mal anguckt, wie jetzt die Umfragen sind, SPD in Bayern 6%, meine Damen und Herren, da fällt einem ja gar nichts mehr zu ein. Ja, nichts mehr zu ein. Und auf Bundesebene unter 20, das war mal eine Volkspartei. Man muss ja fast schon sammeln gehen für die, damit man da überhaupt noch mit klarkommen kann. Und wir sind über 30 mittlerweile. Unter uns gesagt viel zu wenig, noch viel zu wenig, aber viel mehr als vorher. Und eins ist klar, Politik erreicht man und Fortschritte in der Politik erreichst du nicht mit lauten Sprüchen und dicken Parolen oder vielen Plakaten, sondern eigentlich nur, indem du Schritt für Schritt vorankommst und das bedeutet, du musst Vertrauen gewinnen bei den Menschen. Und das, lieber Thomas, muss ich sagen, habe ich bei dir in der ganzen Zeit immer erfahren. Also ob ich Minister war oder auch keiner war, ob ich Hilfe brauchte, weil wir uns in Brüssel um ein Anliegen kümmert, das war Thomas Strobel eine verlässliche Ansprechadresse, jemand, auf den man sich verlassen konnte. Übrigens, das gilt gleichermaßen für die Kollegen, mit denen ich im Europaparlament zusammengearbeitet habe. Das will ich auch mal sagen. Rainer, sag's auch den anderen. Das war eine tolle Zeit und es ist mir ein Stück schwer gefallen, dann zu sagen, ich übernehme jetzt eine neue Aufgabe in Nordrhein-Westfalen. Aber es war eben eine spannende und tolle und wichtige Aufgabe. Wie kriegt man es hin, auch in einem solchen Bundesland Mehrheiten nicht nur einmal zu gewinnen, sondern auch dauerhaft zu organisieren? Weil das stimmt ja, was Thomas eben gesagt hat, diese ehemalige Herzkammer des Ruhrgebiets, der SPD, da ist ja auch nicht mehr viel von übrig. Und das hat angefangen mit was ganz Banalem. Ich meine, da muss ich in Baden-Württemberg keinem erzählen. Man muss in den Kommunen stark sein. Wenn man in den Kommunen stark ist, ich meine, wenn hier kein Landrat SPD oder Grüne ist, dann kann ich sagen, Glückwunsch, so gut sind wir noch nicht. Aber da fängt's an. Da fängt's an bei den Bürgermeistern, bei den Landräten, bei den Menschen, die vor Ort für uns das Gesicht sind. Da bist du verlässlich. Übrigens lernt man da auch am meisten in der Politik. Das kommt noch dazu. Also ich habe auch Kommunalpolitik angefangen, weil ich da am meisten gelernt habe. Und du brauchst ein politisches Projekt, eine Idee, ein Konzept, irgendwas, wofür du dich einsetzt. Nicht nur, wogegen man ist, sondern auch, wofür. Die Leute wollen doch wissen, was wollten wir denn, wenn wir die CDU wählen? Was kommt denn dabei raus? Und das war, ist uns in Nordrhein-Westfalen, ich muss sagen, Gott sei Dank gelungen. War nicht einfach. Aber es ist uns gelungen, so ein Stück Marke zu werden, auch für das Thema Sicherheit. Für das Thema innere Sicherheit. Weil ich glaube, war übrigens auch einer der Motive, worum ich gesagt habe, ich übernehme diese Aufgabe. Wissen Sie, mich hat es wahnsinnig beunruhigt eigentlich immer noch, dass die Menschen zunehmend sich von Politik abwenden, von Politikern und Parteien. Da sage ich, gut, das ist im Preis drin. Mal werden die gewählt, mal werden die gewählt. Aber wenn die anfangen, sich abzuwenden von dem Staat, von den staatlichen Institutionen generell und in irgendwelche Sektierergruppen ableichen, dann wird es brandgefährlich. Das haben wir in der Republik schon mal erlebt. Und das muss man verhindern. Deshalb, das Wichtigste ist, in der Mitte zu sein, die Menschen in der Mitte zu sammeln und dafür zu sorgen, dass sie uns nicht abdriften in die Ränder. Das ist eine riesige staatspolitische Aufgabe, die weit über das hinausgeht, was CDU ist. Aber wer anders als wir sollen das noch machen? Die anderen sind ja gar nicht mehr vorhanden. Kannst du ja alle vergessen bei dem Spiel. Die sind ja alle nicht mehr dabei.
Und ich würde uns allen nur sagen, nehmen wir diese Verantwortung wahr. Und ich bin sicher, das hängt ganz stark zusammen auch mit dem Thema Sicherheit. Thomas Strobel hat eben davon geredet, dass wir jetzt am Jahrestag dieses Ukraine-Krieges sind. Dieser ungeheuren Veranstaltung, dass da ein Verrückter ein Land überfällt, ein Volk überfällt, alles zerbombt, nicht guckt, ob es Kinder trifft, Krankenhäuser trifft, alles wurscht. Und in dem Moment ist offensichtlich in Deutschland bei manchen erst der Griffel gefallen oder der Groschen gefallen. Weil die Leute irgendwie gemerkt haben, das ist ja alles gar nicht so selbstverständlich, wie wir hier Jahrzehnte gelebt haben. In einer Zeit, wo Frieden, wir haben jeden Tag ein Friedensfest gemacht, ja, voller Begeisterung, Friede, Freude, Eierkuchen. Und haben gar nicht geglaubt, dass es auch mal anders sein kann. Und dann plötzlich ein paar Kilometer weiter Krieg. Und wir sind betroffen davon mit den Folgen dieses Krieges. Plötzlich sind die Leute wach geworden und haben ein Gespür da bekommen dafür, wie wichtig es ist, in Sicherheit zu leben. Weil das eben eine Bombenidee war damals, diese europäische Idee. Nicht einfach Staaten machen so weiter wie bisher, sondern nach dem Krieg sind sie alle hellwach geworden. Da war ich ja nicht beteiligt, kann ich ja wirklich loben und preisen, weil es andere waren. Aber diese Bombenidee zu sagen, wir schließen uns zusammen, wir machen Verträge, wir verabreden, wie wir miteinander umgehen. Das überlassen wir nicht mit dem Zufall, nicht mehr dem Mast, sondern wir verlassen uns aufeinander und helfen uns. Das war doch der Grundstock dafür, dass es uns jetzt so gut geht, jahrzehntelang. Dass es uns in Deutschland so gut geht, in Europa so gut geht, dass wir Wachstum haben, dass wir Wohlstand haben, dass wir in Sicherheit leben können. Sicherheit ist die Grundlage dafür, dass es einem gut geht. Und dafür könnte man manchmal auch öfter dankbar sein. Und das Verrückte an diesem Krieg oder vielleicht sogar das Hilfreiche, klingt ja komisch im Zusammenhang mit Krieg, aber das vielleicht Hilfreiche daran ist, dass ganz viele Menschen plötzlich wieder kapieren, ist nicht selbstverständlich, musste was für tun. Ich meine, dann beschließen die im Deutschen Bundestag 100 Milliarden für Bundeswehr. Was hat die Annegret Kramp-Karrenbauer sich abgemüht, ein bisschen mehr für den Etat zu kriegen? Und wer hat das alles abgelehnt? Genau die, die es jetzt beschließen. Da gibt es Standing Ovation im Deutschen Bundestag von den Grünen für 100 Milliarden. Ich meine, unter uns, wenn mir das einer vor 2 Jahren, vor einem Jahr gesagt hätte, Standing Ovations der Grünen für 100 Milliarden. Ich hätte vermutet für Krötentunnel und Wanderwege oder Radwege, aber doch nicht für die Bundeswehr. Auf die Idee wäre ich ja nie gekommen. Aber es zeigt doch, dass langsam die Realität ankommt, dass ganz viele begreifen, so geht das nicht weiter. Ich meine, es ist traurig genug, dass die CDU die Partei war, die jahrelang gepredigt hat, dass wir uns darum bemühen müssen, dass wir da mehr tun müssen, dass es nicht selbstverständlich ist. Und wie oft sind wir für sowas belächelt worden? Ich meine, es gibt noch 1000 andere Themen, wo das genauso war. Ich kann mich noch erinnern, meine schlimmste Zeit in der CDU war, das Schwierigste war NATO-Doppelbeschluss. Als junger Kerl, ich bin aus jeder Kneipe bei mir zu Hause rausgeflogen, weil die Leute gesagt haben, der hat einen Knall. Ja, und dann nachher, als wir es durchgehalten haben, die Welt hat sich verändert. Ohne die CDU hätte sich die Welt dann nicht verändert. Das ist die Wahrheit. Da müssen wir ab und zu mal stolz drauf sein und nicht immer nur rummäkeln, was schief geht. Und das, was wir jetzt erleben, ist eine Bestätigung dafür, dass das Thema Sicherheit eine hohe Relevanz hat, dass es ohne nicht geht. Glauben Sie denn, dass in Afghanistan nicht auch junge, engagierte Menschen sind, die Lust hätten auf ein anderes Leben? Und die könnten es auch. Aber die können ja nicht in die Schule gehen, die können ja nicht studieren, die können ja nicht forschen und erfinden, die können ja keine Wirtschaft in Gang bringen, die können ja kein Wachstum generieren und damit Steuereinnahmen generieren und damit Sozialleistungen finanzieren, weil sie gar nicht dazu kommen, weil sie im Krieg sind, weil alles unsicher ist, nichts stabil, nichts verlässlich ist. Mein Gott, warum kapieren wir eigentlich nicht, was für eine wahnsinnig tolle Situation haben, dass wir in Deutschland in so einer Situation leben dürfen und deshalb alles tun müssen, damit diese Bundesrepublik Deutschland nicht in die falschen Hände fällt von Typen, die das nicht richtig können. Und das gilt ja, man kann das ja abgleichen, das gilt ja nicht nur für äußere Sicherheit, das gilt genauso für die innere Sicherheit. Die Leute reagieren doch schon lange sehr empfindlich dafür und haben das Gefühl, irgendwie, das kann doch nicht sein, dass es im Staat drunter und drüber geht. Ich meine, was da in Berlin los ist auf den Straßen, ja? Klebt sich jeder an eine Ecke und keiner unternimmt was.
meine, war eben eine tolle Idee, ich soll die mal von unserem Material was liefern, damit die von der Straße loskommen. Aber das Schlimme ist ja nicht, dass sie kein Material in Berlin haben, sondern dass die Politik das ja gar nicht machen würde. In Berlin wird ja von bestimmten Bezirksbürgermeistern verboten, Shisha-Bars zu kontrollieren. Ich meine, da tickt ein anderer Geist, darum geht's. Es geht nicht um Kleinkram, Material, andere Ausstattung, es geht um die Haltung. Und da muss ich schon sagen, das macht mich schon wütend. Es macht mich schon richtig wütend, wenn ich mir dieses Wahlergebnis in dem Land Berlin angucke. Ja? Das Land, kennen Sie irgendeine Hauptstadt eines großen Staates, die sich eigentlich hauptsächlich damit beschäftigt, den Kleinscheiß zu regeln und das Bruttosozialprodukt runterzutreiben? So was habe ich noch nie erlebt. Dann werden die abgestraft bei der Wahl. Die Leute sagen, euch wollen wir nicht mehr. Und jetzt fummeln die da irgendwie rum, um immer irgendwie wieder was zusammenzukriegen. Hauptsache Macht behalten. Das ist doch ein Maßstab, der geht doch nicht. Die Leute haben doch entschieden, was sie wollen. Die wollen einen Wechsel, die wollen eine Wende, die wollen was Neues. Die haben die Faxen dicke. Und dass das Thema Sicherheit ist, ich will es mal in einem Beispiel aus unserem Bundesland erzählen, weil das hat mich schon richtig auch berührt, als ich das erlebt habe. Da komme ich da an und fange mit der Arbeit an und dann erklären die mir, da gibt es so eine Situation in den Großstädten des Ruhrgebiets, Clankriminalität. Die wird schon lang. 30 Jahre lang gibt es das. Seit 30 Jahren haben sich diese Clans systematisch herangebildet. Am Anfang, das gehört zur Wahrheit dazu, hat sich keine Sau drum gekümmert. Weder CDU noch SPD noch sonst irgendeiner. Die kamen und dann haben die sich selber gekümmert und haben kriminelle Strukturen entwickelt, damit sie über die Runden kommen. Das ist der erste Teil. Da waren wir nicht unschuldig. Lange her. Und dann hat sich in 30 Jahren eine kriminelle Struktur da entwickelt, die so weit ging, dass Menschen in bestimmte Stadtteile, bestimmte Plätze nicht mehr gehen konnten. No-Go-Areas hieß das auf gut Deutsch, da ging keiner mehr hin. Die Leute hatten Angst und Sorge. Die haben das gespürt. Dann haben die Medien gemerkt, da ist was nicht mehr, haben sogar darüber berichtet. Und trotzdem hat die Politik 30 Jahre lang, das muss man sich mal in den Kopf bläuen, 30 Jahre lang hat sich keiner darum gekümmert. Obwohl alle wussten, da stimmt was nicht, wenn da Menschen unterwegs sind, die glauben, sie können bestimmen, was da gemacht wird. 30 Jahre lang. Und dann haben wir da uns darum gekümmert. Und das Wichtigste war, es klingt banal, Sie würden wahrscheinlich sagen, was erzählt er uns da für komische Geschichten? Wir haben einfach nur gesagt, es gibt das Problem. Ja, die Menschen haben recht, es gibt das Problem. Wir haben nur zugegeben, dass das Problem da ist. Wir haben eine Beschreibung übernommen, mehr nicht. Das war eine Erleichterung, weil die Leute gesagt haben, diese Politiker, die immer alles rumschwadronieren und nicht mal zugeben, dass es ein Problem gibt, die kannst du allen nicht brauchen. Die sollen unterwegs mal zugeben, das war eine Erleichterung. Und wissen Sie, warum die das nicht formuliert haben, diese Rot-Grünen, die da vorher regiert haben? Wissen Sie, warum? Weil dann dieses berühmte Zauberwort kommt, das ich nicht mehr hören kann. Stigmatisieren. Wenn Sie es noch nicht gehört haben, vergessen Sie es sofort. Ja, das war so die Idee, wenn du so ein Problem benennst, dann stigmatisierst du Bevölkerungsteile. Dann machst du die ganzen Familien, diffamierst du als Kriminelle. Und am Ende bist du dann Ausländerfeind. So schnell ging das immer weiter. Und so kommst du doch keine Politik machen, so löst du doch keine Probleme. Und deswegen ist das, was ich da gelernt habe, das Wichtigste. Erst die Probleme, die da sind, benennen. Nicht drumherum reden. Benennen. Weil wenn du sie benennst, das haben mir meine Fachleute gesagt, du musst sie benennen, sonst kannst du sie nicht lösen. Geht Ihnen doch privat auch. Wenn Sie irgendwo meinen, da gibt es irgendwas, was klappt nicht, ja, Sie können nicht anfangen zu arbeiten, wenn Sie nicht sagen, das ist das Problem. Und dann fangen Sie an. Und das haben wir im Grunde auch nicht mit großen Erkenntnissen gemacht. Wir haben nur gesagt, erstens, das Problem gibt es. Zweitens, wir fangen an. Drittens, wir versprechen euch nicht, dass simsalabim das Problem gelöst ist. Das ist ja einer der nächsten größten Fehler von Politik, dass wir immer den Leuten erzählen, wir hätten eine Lösung für alles. Es gibt die meisten Probleme, die es gibt, sind nicht einfach zu lösen, sind kompliziert. Da brauchst du Zeit für, Geduld. Und deswegen, ich habe von Anfang an immer gesagt, damit das klar ist, was hier 30 Jahre lang Clankriminalität entwickelt hat, geht nicht in 5 Jahren vorbei. Da braucht man langen Atem. Das Wichtigste ist nämlich, dass man dann dranbleibt, kontinuierlich dran arbeitet, dann unkonsequent bleibt. Das ist übrigens der wahre Grund, warum ich gesagt habe, ich kandidiere nochmal als Innenminister. Denn mit meinem Alter hätte ich das ja eigentlich hätte ich in die Rente gehen sollen. Aber ich war mir der Sache nicht sicher, wie das weitergeht. Da habe ich gesagt, sicher ist sicher, Herbert, weitermachen.
So. Aber wie jetzt weitermachen? Also Problem benennen, anfangen, keine Wunder versprechen, weil das wissen die Leute, Wunder gibt es im Märchen, nicht in der Politik. Die Wirklichkeit ist viel einfacher. Und die Leute haben das längst durchschaut, was wir da immer rumschwätzen. So, und dann anfangen und dann haben wir erstens die Politik der 1000 Nadelstichen gemacht. Also können Sie nennen, wie Sie wollen, auf gut Deutsch. Wir haben da ab und zu, meistens öfter, so Razzien gemacht. Dahinter steckt auch nicht die Idee, eine Riesenshow zu machen, sondern wir wollten denen, die da leben, sagen, alle die Regelverstöße, die ihr macht, werden geahndet. Wenn wir sie bemerken, ahnden wir die. Und zwar die Großen und die Kleinen. Da war dann nicht nur die Polizei unterwegs oder ist, sondern das Polizei, Gesundheitsamt, Finanzamt, Zoll, Ordnungsamt. Wenn einer unverzollten Tabak da verkauft, wenn einer jemanden beschäftigt, der nicht sozialversichert ist, wenn da Alkohol ausgeschenkt wird, ohne eine Konzession zu haben. Also auf Deutsch, all der Kleinscheiß. Alle kleinen Verstöße werden da geahndet, wenn wir da unterwegs sind in der Nacht. Und das hat eine einzige Idee. Die Idee ist, wir wollen denen zeigen, bei uns gilt das Recht des Staates und nicht das Recht der Familie aus. Nun gibt es ja unterschiedliche Methoden, wie man das machen kann. Ich kenne Leute, die würden dann Seminare veranstalten. Interkulturelle, irgendwelche Seminare, wir reden mal drüber. Da gibt es Leute, die sagen, wir verteilen Prospekte. Ich glaube, das würde da alles nicht helfen. Wir machen das mehr nach der Methode Learning by Erleben. Und zwar jeden Abend. Die sollen erleben, was geht und was nicht geht. Und die konkrete Erfahrung ist für Menschen immer noch das Beste und das Wichtigste. Also machen wir da fröhlich Razzien und kümmern uns drum. Manchmal auch tagsüber, Ende, aus. Und damit diejenigen, die dann in der Politik, das ist ja dann sofort der Reflex, die einen, die gesagt haben, der Roll kümmert sich um Kleinscheiß, stigmatisiert Familien, das sind dieselben, die dann sagen, der Roll kümmert sich nur um den Kleinscheiß, der soll sich lieber um die großen Bandenführer kümmern. Ich meine, Ratschläge von Menschen, die 10 Jahrzehnte lang nichts gemacht haben, brauche ich nicht. Ich kriege es alleine hin. So, dann haben wir ja, ich will nur sagen, 2300 Kontrollaktionen gemacht, 6700 Objekte durchsucht, 4000 Strafanzeigen, 7000 Ordnungswidrigkeitenanzeigen, 16500 Verwarngelder, 4500 Beschlagnahmen, 1000 freiheitsentziehende Maßnahmen. Also ganz, ganz viele einzelne Maßnahmen, ich will die nur mal nennen, damit, das ist ein Wahnsinnsaufwand. Das bindet wahnsinnig viel Personal. Wenn Sie ein solches Problem angehen wollen, reicht es nicht, eine Erklärung zum Sonntag zu machen, sondern da müssen Sie dranbleiben. Und das kriegen Sie übrigens nur hin, wenn Sie tolle Polizisten haben. Vielleicht dieser eine Einschub mehr. Ich habe ja gar nicht gewusst, was Polizisten für tolle Leute sind. Die Polizistinnen und Polizisten, die ich habe, aber der Thomas genauso, best of. Ganz tolle, engagierte junge Leute und auch ältere Leute, die sich einsetzen und die sich so viel Ärger einhandeln müssen. Ich meine, auch der Teil gehört dazu, was die sich zum Teil anbieten lassen müssen, ist schon unterirdisch und verlangt von dem Arbeitgeber, und das sind wir, mindestens das, wir sagen, so geht es nicht, wir stehen hinter euch. Das ist ja wohl das Mindeste, was wir machen können. Aber da der Ratschlag mit den um die Bosse kümmern ja nicht falsch ist, muss man auch machen, machen wir auch das. Also du kannst ja nicht nur eine Sache machen. Also systematische Ermittlungsarbeit, das ist übrigens der Teil, der mir am schwersten fällt, weil das dauert so lang. Ich will ja mal sofort, zack, schnell, schnell. Das geht aber nicht, weil Ermittlung heißt, du musst Stück für Stück die Fakten zusammensetzen, um am Ende einen überführen zu können, damit der vor Gericht auch ja, sein Problem kriegt. So klappt das im Moment auch. Wir haben jetzt vor kurzem, das dauert dann ein bisschen länger, ein Callcenter in der Türkei geschlossen, mit angeschlossenen Nebenstellen in Nordrhein-Westfalen, wo Seniorenbetrug systematisch gemacht worden ist. Riesenerfolg, trotzdem immer schön demütig bleiben. Ich glaube nicht, dass damit das Problem gelöst ist. Da gibt es wahrscheinlich schon wieder 3 neue. Klar. Zweitens, wir haben uns um die Frage gekümmert, wie kommen die eigentlich zu, die haben sowas wie Kindergeldbetrug, das kennen Sie, ne? Ist in diesen Kreisen sehr beliebt. Und das ist sowas wie so eine Grundsicherung für Klarmitglieder. Könnte man sagen. Also es ist ein tolles System. Und wir kamen da nie weiter, weil wir kommen dann immer an die Stellen, wir sagen, Datenschutz geht nicht, wir kommen nicht weiter. Dann sagen die eine, wir kommen nicht weiter, wir machen nichts. Die anderen sagen, wir müssen die Gesetze ändern. Also im jeden Fall wird nichts gemacht.
Und da haben wir gesagt, wie, das muss doch lösbar sein, verdammt. Und wir haben dann einfach etwas, ja, neu ist das auch nicht, in der Wirtschaft gibt es das jeden Tag, wir haben Fachleute aus verschiedenen Bereichen zusammengeholt. Also nicht jedes Ministerium fummelt alleine vor sich hin, sondern aus dem Justizministerium, aus dem Finanzministerium und dem Innenministerium kluge Leute zusammen, natürlich bei mir. Haben Sie gemerkt, ne? Sie alle im Landeskriminalamt zufällig, wir hatten Platz. Und die arbeiten jetzt zusammen und das Ganze muss natürlich einen Namen kriegen, das nennt sich jetzt Taskforce. Also so richtig mit Wumms. Nee, Wumms wollte ich nie wieder sagen. Habe ich mir überlegt, wollte ich ja nie wieder sagen. Also mit viel Kraft und die kommen dann auf tolle Ideen. Ich komme zum Kindergeldbetrug zurück, da kommen die auf so ganz banale Ideen, die eine Riesenwirkung haben. Das haben wir dann in einer Großstadt in Duisburg probiert und das klappt. Erste Stufe, die Lehrerinnen und Lehrer antworten auf die Frage des Jugendamtes, welche Kinder fehlen ständig. Weil das Jugendamt natürlich um brennender Sorge ist, was passiert mit den Kindern. Müssen wir uns ja drum kümmern, wenn die nicht zur Schule kommen. Wer weiß, was da los ist. Vielleicht sind die eingesperrt zu Hause oder so. Oder werden, was weiß ich, was passiert damit. Also erst die Adressen. Dann geht die Polizei und guckt, wo wohnen die Leute. Da kam doch die erste Überraschung schon. Da gibt es gar keine Häuser an den Adressen. Oder im Zelt im Garten, aber keiner drin. Oder ein Haus, aber keine Kinder. Wissen Sie, damit war das Ding durch. Weil wir wussten jetzt, das sind alles gefakte Namen. Also auf Deutsch, diese Kinder gibt's nicht. Haben wir gesagt, wenn es die nicht gibt, gibt es kein Kindergeld. Punkt. 18 Millionen Euro nur in der einen Stadt durch diese eine Maßnahme auf einen Schlag eingespart. 18 Millionen. Wissen Sie? Das ist das, was ich zunehmend lerne. Ich gebe zu, ich habe das auch nicht immer so kapiert. Die Leute wollen nicht die großen, dicken Sprüche, die wollen Taten sehen. Und zwar kleine, lieber kleine Schritte. Das ist übrigens auch noch eine wichtige Erkenntnis. Lieber kleine Schritte als dicke Sprüche. Habe ich übrigens von meiner Mama gelernt. Das habe ich an zwei Stellen gelernt. Erstens von meiner Mutter, die sagt, Junge, lauf nicht so schnell, sonst fällst du hin. Eine kleine Weisheit, die mir heute noch hilft. Oder die zweite war in der Kommunalpolitik. Wenn du da in der Kommunalpolitik, in so einem Stadtrat, ich habe so eine kleine Stadt, wo ich im Stadtrat war, wenn du da dicke Versprechungen machst, spätestens 3 Tage später ist einer da und sagt, du hast es nicht gemacht. Das heißt, da lernst du relativ schnell keine Sprüche machen, sondern kleine Veränderungen. Das ist die beste Schule, die es gibt. Und wenn sie das so machen, kriegen sie auch Vertrauen in die Politik zurück. Weil die Leute ja genau wissen, dass das mit den dicken Sprüchen und den Versprechungen gar nicht geht. Sondern die wollen nur sehen, dass wir uns anstrengen, mühen. Der Helmut Kohl hat immer gesagt, Junge, die wollen sehen, dass du schwitzt, dass du dich mühst, dass du dich anstrengst. Dass du wirklich dich für deren Interessen an, die nicht leugnest, sondern zugibst und dich auch noch darum kümmerst. Und zwar am besten Tag und Nacht. So, und da haben wir den Kindergeldbetrug. Das machen wir jetzt in allen Städten. Und damit kommen wir der Sache. Also damit haben wir das Problem noch nicht ganz gelöst, aber es führt zu ein klein wenig Unruhe. Razzien abends, Kindergeldbetrug tagsüber, Ermittlungsarbeit bei den Bossen. Ja, dann haben wir einen gehabt, dann höre ich auf mit dem Beispiel, ich rede zu lange, ich muss aufpassen. Also da haben wir einen erwischt, der hatte das Finanzamt den Verdacht, der macht viel Glücksspiel, das ist ja nicht verboten, aber irgendwas stimmt da nicht. Dann haben wir bei dem zu Hause mal einen Hausbesuch gemacht. Also Sie kennen das, Ken Wessing kennen Sie. Das ist jetzt Ken Wessing nicht vor der Tür, sondern im Haus. Und das haben wir gemacht gemeinsam mit der Polizei und dem Finanzamt und haben bei dem Herrn interessante Unterlagen gefunden, die dazu führen, dass der im Moment bei uns zu Besuch ist für längere Zeit. Der ist jetzt, die Wohnung ist etwas leer. Ich weiß nicht, vielleicht wohnt die Familie noch da, aber er ist auf jeden Fall nicht mehr da, sondern ist bei uns besucht. Das kostet ein bisschen, das war der Unterhalt, aber es war eine gute Entscheidung. Und so kommen Sie doch nur voran. An ganz konkreten Fällen auch beweisen, es geht. Der Staat ist nicht schwach. Die Leute glauben uns doch, wir kriegen es nicht hin. Das musst du beweisen. Bei den Großen, bei den Kleinen. Ja, und jetzt muss ich diese Clan-Sache zu Ende bringen. Die dritte Säule. Wir sorgen auch für Aussteiger. Da denkt auch jeder, also ich zumindest, habe am Anfang gedacht, was hat die Polizei damit zu tun? Das macht die Sozialpolitik. Nee. Das ist schon ein anderes Ding. Wenn der Polizist da zu Hause anklopft und sagt, Mama, auf deinen Sohn, deine Tochter, in latenter Gefahr, zu einem Dauerkriminellen zu werden, das wirkt etwas ernsthafter, wenn da einer in Uniform steht. Und dann bieten wir Aussteigerprogramme an, um die jungen Leute rauszuholen aus der Szene. Ich weiß,
Nee, ich muss, weiß gar nicht, es ist so, es ist das Schwerste von den drei Teilen, das Schwerste. Weil die natürlich in der Familie super gut aufgehoben sind und rundum versorgt werden. Notfalls ist der Rechtsanwalt da, also da passiert gar nichts. Und ein Polizist, dem ich das damals vorgestellt habe, da habe ich gesagt, stell mir das so vor, da hat er gesagt, der Roll. Nee, er hat gesagt, Herr Minister. Herr Minister, das klappt nie. Ich erzähle Ihnen mal ein Beispiel. Da sagen Sie einem jungen Clanmitglied, dass Sie für den eine interessante Berufs- und Karriereperspektive haben mit einem Ausbildungsplatz als Busfahrer. Dann guckt er auf seine Uhr, es handelt sich um eine Rolex und sagt, ich habe im Moment keine Zeit. Damit hat dieser kluge Polizist, davon gibt es ganz viele, mit zwei Sätzen wieder Probleme erklärt. So einfach ist es eben nicht. Es ist mühsam. Und trotzdem muss man es machen. Man muss versuchen, Druck drauf zu machen, Leute zu erwischen und gleichzeitig Aussteiger zu organisieren. Sonst kriegt man diese Struktur niemals gebrochen. Und was wir da machen, ist eigentlich typisch für alles, was wir machen. Wissen Sie, da ist gar kein Geheimnis, sondern dahinter steckt der ganz einfache Sachverhalt. Wenn Menschen zusammenleben, brauchen sie Regeln. Weil wenn jeder macht, was er will, gibt es ein Durcheinander, auf Deutsch. Chaos oder Anarchie. Dafür haben ja irgendwann die Leute vor tausenden von Jahren mal den Staat erfunden. War doch kein Spaß, sondern weil sie gesagt haben, das geht so nicht weiter. Können Sie sich einen Gesangverein oder eine Musikkapelle vorstellen, wo jeder ein anderes Lied spielt? Zu dem Konzert gehen Sie einmal. Dann haben Sie genug. Ist doch klar, geht doch gar nicht. Sie brauchen Regeln, was wird gespielt. Sie müssen Regeln haben in der Schule, wie benimmt man sich. Man braucht Regeln im Verkehr, kann auch nicht jeder fahren, wie er will. Beim Parken übrigens auch nicht. Und was wir jetzt machen, ist eigentlich ganz simpel. Wir sagen, dass mit den Regeln sorgt für Sicherheit und Frieden, international und national. Und das prüfen, das werden wir jetzt systematisch umsetzen und dafür werben. Man nennt das übrigens Rechtsstaat. Da könnte Rainer Wieland oder Thomas viel besser erzählen. Juristen können das schöner erklären als ich. Für mich ist das ganz praktisch. Ohne Regeln und das Einhalten von Regeln geht das Zusammenleben nicht aus Ende. Und das ist manchmal einfach. Wissen Sie, manchmal ist das einfach. Bei den Clans hat die ganze nordrhein-westfälische Bevölkerung, bis auf die paar, die mit der Stigmatisierung unterwegs waren, geklatscht und haben gesagt, super. Als ich dasselbe angewandt haben bei Rechtsextremisten in Dortmund, wir hatten da so eine große Zelle, die war nicht von Pappe. Und unter uns, will ich auch mal sagen, dieses Thema hatte ich viele Jahre unterschätzt. Ich habe gedacht, Rechtsextremisten, das sind so ein paar alte Männer, die unter der Fahne in der Kneipe sitzen und von früher träumen. Das ist aber Quatsch. Das ist eine echte große Gefahr, muss ich hier nicht erzählen. Ja, also ich glaube, das weiß ja auch jeder. Aber dann haben wir gesagt, da gilt das Gleiche. Was nicht erlaubt ist, wird nicht zugelassen. Bringen wir zur Anzeige, Ende. Sprüche, die da loslassen, dann kommen die vor Gericht. Keine Ahnung, was die Gerichte damit machen, das ist das nächste Thema, aber da reden wir heute Abend nicht drüber. Nee, heute Morgen, stopp. Es ist so dunkel, ich rede meistens nur abends, ich muss mich umgewöhnen. Morgens früh sitze ich in meinem Büro. Aber dass so viele Leute morgens früh schon unterwegs sind, das ist ja schon eine kleine Überraschung. Gut, also Regeln. Dann haben insbesondere die Journalisten geklatscht. Hätten wir nie gedacht, von der CDU, das ist aber eine Überraschung, was der Roll da macht. Nee. Und dann kam mein Misserfolg. Ich meine, man muss ja auch über Misserfolge reden, wenn man ehrlich ist. Das war mein Lieblingswald im Rheinland. Ich habe so einen kleinen Lieblingswald im Rheinland. Hambacher Forst. Haben Sie schon mal von gehört? Da habe ich schlichtes Gemüt, nicht Jurist, einfach gedacht, die bauen Häuser auf fremdem Gelände, die beachten keine Bauordnung, bauen sie mal über die Grenze 10 Zentimeter. Meinen Sie, wie schnell das Ordnungsamt da ist? Ja, dann werfen die auf Polizisten mit Steinen und mit Scheiße, da war ja alles. Also und. Hab ich gesagt, da wird keine Regel eingehalten, also müssen wir uns kümmern. Ist doch klar. Und da kriegte ich dann plötzlich nicht nur Post von denen aus dem Wald, das war im Preis drin. Sondern ich bekam auch Post, also soweit die Lust hatten, einen Brief zu schreiben. Sondern ich bekam auch Post aus bis in bürgerliche Kreise rein. Und das hat mich wirklich unruhig gemacht und macht mich unruhig. Die gesagt haben, hören Sie mal, Herr Roll, das ist was ganz anderes hier. Da geht es ums Weltklima, da geht es um den Wald, den wir retten müssen. Das ist doch eine ganz andere Sache, da kannst du doch nicht so einen Maßstab anlegen. Sehen Sie, und da habe ich gelernt, das ist eben doch nicht so klar bei uns in der Republik, das mit dem Rechtsstaat. Sondern wir haben offensichtlich doch ein starkes Bemühen, wenn ich selbst betroffen bin, wenn ich ein Anliegen habe, da kann man auch mal über die, das ist ein Irrtum. Recht gilt überall für alle gleich. Das ist nämlich der Clou.
Und das ist der Hammer. Und deswegen rede ich darüber immer, weil ich finde, das dürfen wir nicht, also kein Misstrauen, aber diese Debatte darf man nicht den Juristen überlassen. Das muss eine Debatte der Bürgerinnen und Bürger werden. Wir können doch nicht zulassen, dass jeder für sich immer dann, wenn es ihm passt, das rausnimmt. Ja, ich kenne auch Leute, die sagen, diese blöde Steuergesetzgebung, die ist so bekloppt, da musst du doch was machen, sonst musst du dir was einfallen lassen. Nee, da musst du dir gar nichts einfallen lassen. Kannst dich engagieren, gehst zum Bundestagsabgeordneten, redest mit dem, versuchst die Steuergesetze zu ändern. Geht ja alles. Ist ja nichts Gott gegeben. Die Regeln sind ja nie fest. Die Regeln in der Demokratie sind ja änderbar. Kannst ja alles 5 oder 4 Jahre neue Leute wählen. Ist ja deine Macht. Aber wenn die dann drin gelten, dann gelten die. Und zwar auch für dich, auch wenn du Probleme damit hast. Oder wenn du falsch parkst, dann, ja. Da kannst du zwar sagen, blödes Parkverbot, dann geh zum Bürgermeister und überzeugt ihn, dass es da nicht stattfindet. Aber solange es gilt, gilt es auch für dich. Ich schimpfe da auch manchmal, war nur 3 Minuten bei der Bank. Ja, ist egal. Regeln gelten für alle immer gleich. Und zwar ist das für Inländer, für Ausländer, für Mütter, Frauen und Männer, für Alte und Junge. Das ist der eigentliche Clou dieser Republik. Das ist das, was diese Gesellschaft stark macht. Und wissen Sie, jetzt muss ich doch noch mal eine kleine Werbekampagne einstreuen. Wissen Sie, davon träume ich noch. Es ist ein bisschen Träumen, dass die ganze CDU-Familie statt über Steuergesetzgebung oder Paragraph 27.12 sich zu streiten, mal ausströmt und in der Bevölkerung eine Welle der Begeisterung auslöst für dieses tolle Ding, diesen Rechtsstaat. Jetzt nicht so juristisch, sondern für dieses Anliegen von sich an Regeln halten, einhalten. Und zwar immer. Und nicht abends, wenn man selbst betroffen ist, wenn man falsch geparkt ist, beim Bier über den herzieht, der das Parknöllchen verteilt hat. Nee, da muss man einschreiten, muss sagen, wer hat denn hier falsch geparkt? Ich, du oder wer war das denn? Das ist ein so wertvolles Gut. Ich sage Ihnen, in Afghanistan oder in der Ukraine oder sonst wo auf der Welt, fast überall auf der Welt würden die Leute sich freuen, sie hätten so ein Ding. Und wir gehen damit nicht sorgfältig um. Wir verteidigen ihn ja noch nicht mal genug. Werben ist ja fast gar nicht möglich. Wieso eigentlich nicht? Die Grünen haben aus einem Thema Umwelt ein Thema gemacht, das jede Partei jetzt betreibt. Wieso können wir sowas eigentlich nicht? Wieso haben wir eigentlich nicht ein Anliegen? Wir hatten die doch früher, Deutsche Einheit, nimm mal so ein Projekt. Da haben wir doch Prügel für gekriegt, wie doll. Und am Ende, wer hat sich durchgesetzt? Wir haben die Welt verändert. Alle die vielen Mitglieder, nicht nur die Politiker, die da entschieden haben, sondern weil es gelungen ist, in der Gesellschaft zu stehen für dieses Anliegen, dafür zu werben und zu überzeugen. Und das geht dann ganz konkret am Ende. Wenn Sie sowas wollen, dann müssen Sie auch dafür sorgen, dass diejenigen, die das überwachen, genug davon, also Sie brauchen genug Polizisten, schlicht und einfach. Da können Sie nicht nur sagen, wir müssen irgendwas tun, sondern konkret werden. Wir haben seit 2017 15.000 Polizistinnen und Polizisten neu eingestellt. 15.000. Das war nicht immer leicht. Der Thomas weiß das, wie schwer das ist. Es gibt ja auch noch andere Etats und andere Haushaltsstellen und andere Anliegen. Und das hinzukriegen. Wir sind im letzten Jahr, also 22, erst über diesen Peak, wie das heute heißt, rüber. Also wir haben wieder mehr Einstellungen als Pensionierungen. 5 Jahre hat das gedauert, damit man mal ein Gefühl kriegt, wie langwierig so eine Veranstaltung ist. Aber jetzt sind wir auf dem Vormarsch auszubauen. Und ohne das geht's nicht, ohne genug Polizisten. Da müssen Sie die genug ausrüsten. Sie müssen dafür sorgen, dass die eine Ausstattung kriegen. Ich nenne mal nur 2 Beispiele. Wir haben da Milliarden reingesteckt. Ja? Aber ein Beispiel war zum Beispiel so teure schutzsichere Westen. Als sie mir erzählt haben, was die kosten. Ernsthaft, da habe ich gedacht, muss das jeder Polizist haben? Können wir da nicht auch irgendwie nur aufteilen? Und dann kam die Nacht, ich weiß es gar nicht mehr, 2018 oder 2019, wo ich angerufen wurde, Verkehrskontrolle im Ennepe-Ruhr-Kreis. Der Verkehrsteilnehmer zieht eine Waffe und schießt auf den Polizisten. Und der Polizist hat die neue Weste an. Was meinen Sie, wie fröhlich ich nach Hause gefahren bin? Da habe ich mir gedacht, richtig gemacht. Alles richtig gemacht. Wir können doch nicht Leute, denen wir so eine Verantwortung übernehmen, leichtfertig in Gefahren schicken. Das kostet dann auch was, wenn wir das wollen. Der Rechtsstaat ist nicht umsonst zu haben, auf Deutsch gesagt. Und da muss dann die Politik für sorgen. Da müssen die im Landtag sitzen oder im Bundestag sitzen, auch den Hintern in der Hose haben und das durchsetzen. Aber die Bevölkerung kann uns auch helfen. Ist doch klar. Wenn Sie sagen, das ist jetzt mal Prio 1 und nicht Prio 27.
Übrigens, es zahlt sich auch parteipolitisch aus. Wenn Sie mal die Umfragen sich angucken beim Thema Sicherheit, da liegen wir immer weit vorne. Manchmal 50% CDU vor allen anderen. Es ist sowieso schon ein Thema, was die Leute bei uns sehen. Ja, verdammt nochmal, wo macht man da nicht noch mehr? Und deswegen ist Berlin auch so eine Katastrophe. Und zur Ausstattung nur noch ein Beispiel. Als wir Handys angeschafft hatten, Smartphones, das war bei der Polizei, bei uns in Nordrhein-Westfalen wie Weihnachten. Wissen Sie, die wussten, meine Kinder im Kindergarten haben das. Es soll sowas geben, aber nicht bei uns. Und damit, das ist ja nicht keine Wohltat, sondern das effektiv, das macht dir die Arbeit effektiver. Das macht schneller, das macht, am Grunde macht es mehr Polizisten auf die Straße. Wir müssen die Polizei auch in diese digitale Zeit führen. Eben ist schon mal von einem Punkt gesprochen worden. Die Polizei, wenn immer mehr Kriminalität im Netz stattfindet, dann müssen wir auch den Schritt machen, die Polizei so auszurüsten, dass sie es kann. Wir brauchen Spezialisten in der Polizei fürs Internet. Wir brauchen genug Hardware und Software. Und da kriegen wir ständig irgendwelche Urteile, muss ich wirklich sagen, die einem die Haare zu Berge stehen lassen. Entweder soll die Polizei sich drum kümmern, soll der Staat darum sich kümmern, dass kein Kindesmissbrauch stattfindet, dass Rechtsextremisten bekämpft werden, dass wir die Terroristen frühzeitig finden. Dann brauchen wir bitteschön auch Instrumente, um im Netz suchen zu dürfen. Ja, also mit der Lupe geht das nicht. Und ich will das vorwegschicken. Ich habe in dieser Zeit in Minister schon gelernt, dass die Thema Bürgerrechte, Datenschutz viel bedeutsamer sind, als ich das vorher gesehen habe. Ich war da früher noch lockerer mit. Ich habe kapiert, was für eine Bedeutung das hat. Aber umgekehrt sage ich Ihnen, es gibt auch Situationen, wo Sie genau wissen, es kann aber auch nicht alles sein. Wenn so eine Ermittlerin, die sich um Kinderschutz, Kindesmissbrauch kümmert, wenn so eine Ermittlerin mir sagt, Herr Reul, diesen Typen habe ich jetzt schon 10-mal an Kindern rummachen sehen, 10-mal. Ich habe eine IP-Adresse, aber ich komme nicht dahinter. Jetzt sind Sie endlich mal dran. Jetzt besorgen Sie mir die Adresse von dem, damit ich den endlich erwischen kann. Dann fahren Sie nach Hause und raufen sich die Haare, weil Sie wissen, diese Frau hat hundertprozentig recht und du Idiot kriegst es nicht hin. Warum? Weil außer der CDU sich keiner um das Thema kümmert, alle zu feige sind und keiner bereit ist, nach vorne zu marschieren und zu sagen, die brauchen dieses Instrument, doch nicht um Leute auszuspionieren. Nee, um Ganoven, Verbrecher, Kindesmissbraucher zu erwischen. Darum geht's. Und ich sage Ihnen, mein erstes Dossier, ich weiß nicht, ob der Rainer sich noch erinnert, mein erstes Dossier im Europaparlament war Vorratsdatenspeicherung. Hätte ich auch nie gedacht, dass ich da noch mit zu tun. Und jetzt, das ist ja schon ein paar kleine Jahre her, wir sind immer noch nicht fertig. Bei einem Thema, ich nehme nur das Kindesmissbrauchthema, wir haben 400% Steigerung der Fälle. Wir haben Fünffachung des Personals gemacht. Wir haben Software gekauft ohne Ende. Und trotzdem kommen wir an eine Stelle nicht weiter bei der IP-Adresse. Da müssen die rausfummeln, was ist das für ein Hintergrund, welche Kirche könnte das sein, was könnte das für ein Bach sein. Das ist unmoralisch auf Deutsch gesagt und sonst gar nichts, dass wir da nicht helfen. Politik muss nicht nur schlaue Sprüche machen und bedauern, wenn was schief geht, sondern sie muss auch liefern. Wir müssen auch Gesetze liefern, dass Polizei arbeiten kann. Immer in dem Rahmen, der nötig ist. Einverstanden. Und da muss man mit der Zeit gehen. Wenn die Polizei nicht digital wird, geht die Zeit an uns vorbei, dann hat die Polizei null Chance. Ja? Wir können es nicht nur um Reifenspuren auf der Straße kümmern, wir müssen uns auch um Datenspuren im Netz kümmern. Ist doch relativ einfach und logisch. Jeder weiß das. Und trotzdem, wieder so ein Thema, sobald eine Initiative lostrampelt, Datenschutz, dann gehen Tausende auf die Straße und protestieren. Warum gehen wir? Ich sage Ihnen, sind wahrscheinlich 90% oder 95% der Menschen auf unserer Seite in der Frage. Warum gehen wir eigentlich nicht auf die Straße und sagen, wir sind es satt, dass wegen solcher Fragen Täter nicht erwischt werden? Wir wollen das geändert haben. Wir fordern von der Politik eine Veränderung. Wir lassen uns jagen von einigen kleinen Gruppen, die die Stimmung beherrschen. Ich bin ja jetzt so alt, ich kann ja sagen, was ich will. Das ist übrigens ein Riesenvorteil. Du brauchst keine Pläne für die Karriere mehr zu schmieden. Das ist ja leicht. Aber das ist doch unerträglich, was wir da im Moment machen. Ich will jetzt nicht die Rede total sprengen hier, aber ich meine, ich halte diese Ruschen die ganze Zeit eine andere als geplant. Also, Entschuldigung, mich nicht in meinem Büro zu Hause verraten. Ja? Also, die haben so viel Mühe gemacht.
Aber wenn Sie sich angucken, was wir da gerade diskutieren, du musst ja zu Hause, wenn du im Moment, je nachdem, wen du als Besuch einlädst, musst du ja die Karl-May-Bücher wegsperren, damit du keinen Ärger kriegst. Und Kochbücher für Steak kochen würde ich auch nicht mehr offen rumstehen lassen. Verstehen Sie, das klingt jetzt wieder so, als hätte ich es nicht kapiert. Ich habe es kapiert. Natürlich muss man sich um so Fragen kümmern. Habe ich doch überhaupt nichts gegen. Aber doch nicht mit dieser missionarischen Eifer, mit dieser Totalverunglimpfung, mit diesem nur so und nicht anders. Diese nur ich habe Recht Mentalität, die bringt uns noch ans Ende. Niemals hat man nur alleine Recht. Man muss immer bereit sein, zuzuhören und zu lernen. Das ist für mich manchmal auch schwer. Jo, und deswegen macht das einen Riesenspaß, weil ich kapiere, immer mehr kapiere, dass es so wichtige Projekte gibt, die nur gehen, wenn die CDU da ist. Glauben Sie es mir. Ich könnte einen Vortrag heute halten über was mir in der CDU nicht passt. Wirklich, es gibt genug. Da könnte ich anfangen von Projekten bis über Männer und Frauen. Das fällt einem, kann ja auch gar nicht anders sein bei so einem Riesenladen. Wieso soll alles perfekt sein? Sind wir nicht. Aber es gibt ein paar tolle, wichtige Projekte, auf die man stolz sein kann, dass wir sie hingekriegt haben. Wiedervereinigung, NATO-Doppelbeschluss durchgesetzt, Wiederbewaffnung der Bundeswehr, das höre ich mal auf, und anderes. Und es gibt Projekte, auf die wir stolz sein könnten, wenn wir sie zu Projekten machen würden. Und dafür wollte ich heute werben. Ich wollte Sie alle ein Stück dafür gewinnen, dass wir uns die Anliegen, die wirklich wichtig sind, neben dem Alltag, der erledigt werden muss, dass wir uns zu Herzen nehmen und daraus eine Marke für die CDU machen. Das lohnt sich, glauben Sie es mir, es lohnt sich. Die Leute werden uns am Ende danken. Ich habe noch nie in meinem Leben, politischen Leben, so viel Zuspruch erfahren wie jetzt in der Zeit. Ich habe Politik immer nur erlebt, dass du beschimpft wirst und Leute schreiben, wie blöd du bist. Und im Moment merke ich, dass diese ganz einfachen Sachen, die ich mache, wir versetzen da keine Berge, wir machen keine Wunder. Ich habe es Ihnen ja an dem klaren Beispiel extenso erklärt. Es ist ganz simpel. Grundsätze haben und versuchen, sie systematisch umzusetzen, aber auch zuzuhören und Schritt für Schritt voranzukommen, damit die Leute merken, man kümmert sich drum. Und es gibt genug Leute, die Lust darauf haben, mitzumachen. Abschließend, sonst komme ich hier total aus der Zeit, noch einen kleinen Hinweis zum Bevölkerungsschutz, weil das auch zu unserem Thema gehört und immer untergeht. Thomas hat das dankenswerterweise angesprochen. Ist auch so einer der Themen. Flut. Wir hatten ein Riesenproblem mit der Flut bei uns in Nordrhein-Westfalen. Und ich sage Ihnen auch warum, weil wir alle Mann, Frau, jahrelang dieses Thema Bevölkerungsschutz, Katastrophenschutz nicht ernst genommen haben. Bunker zugemacht, Zivilschutz abgeschafft, die Ämter abgeschafft, alles brauchen wir nicht, weil wir ja in Friede, Freude, Eierkuchenzeit leben. Das war's. Weil wir die Realität nicht wahrhaben wollen. Wenn Sie heute die Zeitung lesen und wissen, was Herr Putin da alles veranstaltet, nicht nur Krieg, sondern auch an Infiltration, Fake News, Unterwanderung, Stimmenkauf und was da alles los ist, da kriegt man auch noch ein Gefühl dafür, es geht doch nicht um Kleinscheiß mehr. Es geht um große Dinge. Und da kann ich Ihnen sagen, bei großen Dingen, in den paar Jahren, die ich lebe, habe ich immer nur erlebt, war die CDU am Ende immer auf dem richtigen Kurs. Deswegen kriegen wir das gerockt. Jetzt sind wir bei 31%, das geht weiter. Und euch wünsche ich eins. Schwarz-Grün geht, ist anstrengend, aber es ist besser, wenn man vorne sitzt. Danke.
Ja, meine Damen und Herren, ich glaube, heute ist deutlich geworden, weshalb, Herbert Reul hat es angesprochen, die Menschen in Umfragen der CDU am meisten vertrauen bei Fragen der inneren Sicherheit. Wir haben die richtigen Köpfe, wir wissen, was getan werden muss und wir wissen, wie man anpacken muss, meine Damen und Herren. Herzlichen Dank, Herbert Reul und Thomas Strobel. Und in den Dank will ich auch Siegfried Lorek mit einschließen, der nicht nur CDU-Kreisvorsitzender hier im Rems-Murr-Kreis ist, sondern auch als Migrationsstaatssekretär gerade jetzt eine wichtige und auch eine sehr intensive Aufgabe hat, lieber Sigi. Die Botschaft von hier strahlt aus und muss auch da gehört werden, wo sich heute die Ampelparteien treffen. Das heißt hier im Land, die machen ja auch ihre Veranstaltungen, wo es aber für uns in der Landespolitik bei jeder innenpolitischen, bei jeder migrationspolitischen Frage ein hartes Ringen mit dem grünen Koalitionspartner ist, bis wir uns dann durchsetzen mit den richtigen Lösungen, die nötig sind, wenn wir die Sicherheit in unserem Land gewährleisten wollen. Ein hartes Ringen, aber wir führen diesen Kampf, diese Auseinandersetzung auch mit dem Koalitionspartner hier. Und es muss auch ankommen, da, wo die Grünen, die SPD sich jetzt gerade in Berlin zusammensetzen, mit der Linkspartei und darüber sprechen, ob sie diese Koalition, diese katastrophale Regierungsarbeit in Berlin fortsetzen wollen. Auch das hat Herbert Reul angesprochen. Das kann nicht sein, dass eine Frau Giffey mit den 18% gemeinsam mit den Grünen, mit den Linken diese katastrophale Arbeit fortsetzen möchte, nicht akzeptiert, wer die Wahl gewonnen hat. Die CDU hat in Berlin den klaren Auftrag, die Regierung zu bilden, den regierenden Bürgermeister zu stellen und auch in der Bundeshauptstadt wieder für Ordnung zu sorgen, meine Damen und Herren. Für uns als CDU ist klar, ob im Hambacher Forst, in Berlin, in Lützerath, bei den Klimaklebern, hier in Baden-Württemberg, egal wo, wir stehen hinter unserer Polizei. Und deshalb gilt heute auch unser erster Dank den Polizisten, die heute hier für uns im Einsatz sind, aber auch stellvertretend für alle anderen Polizisten, die Tag ein, Tag aus ihre Arbeit für uns alle machen. Dafür vielen Dank. Wir danken Ihnen allen fürs Kommen. Es ist ein schönes Bild, diese vollgefüllte alte Kälter zu sehen. Danke, dass Sie gekommen sind. Auch herzlichen Dank allen anderen, die zum Gelingen dieses politischen Aschermittwoch beigetragen haben. Unseren Musikern, die wir gleich noch mal hören werden, ganz herzlichen Dank. Den, jawohl, ist noch mal ein Applaus wert. Dem Roten Kreuz, den Helfern in der Gastronomie, den Mitarbeitern der CDU-Kreis-, Bezirks- und Landesgeschäftsstelle und vor allem allen ehrenamtlichen Helfern, die heute hier im Einsatz sind. Meine Damen und Herren, wir sehen uns wieder am 14. Februar 2024 zum nächsten politischen Aschermittwoch hier in Fellbach. Und jetzt singen wir zum Abschluss, wie es bei uns Tradition ist, das Lied der Württemberger, das Lied der Badener und dann das Lied der Deutschen. Thank you.
Applaus